Auf der Finanzmesse Invest in Stuttgart im Jahre 2015 ist wie im Vorjahr auch das Thema Social Trading ein großes. Wir sind am Stand von Iondo. Ich darf Sarah Brülewski von Iondo sehr begrüßen hier am Mikrofon und auf der anderen Seite jemanden, den Sie wahrscheinlich kennen, wenn Sie Iondo treu sind, vor allen Dingen seit einigen Monaten, Stefan Risse. Was ist eigentlich deine, wir duzen uns, wir kennen uns seit vielen Jahren, was ist eigentlich deine offizielle Bezeichnung hier? Ich bin Social Trading Botschafter, ganz im Ernst. Bin ich so ein bisschen wie die Jungfrau zum Kinde hingekommen. Die Sarah Brülewski hat mich angesprochen. Ich bin ja Vermögensverwalter im Hauptberuf, wenn man so will. Ob ich nicht die Strategie da listen will. Und das habe ich gemacht. Ich habe so einen Algorithmus entwickelt mit einem Kollegen zusammen, der automatische Handelssysteme programmiert. Den haben wir bei Iondo aufgesetzt. Hoch erfolgreich läuft das System da. Ich bin mittlerweile der, der die meisten Follower hat, was ich großartig finde. Und ich finde das Thema Social Trading sehr spannend, weil wir diskutieren ja viel darüber, wie sieht die Bank der Zukunft aus. Sie wird nicht so aussehen wie unsere Bank und die Bank unserer Eltern, sondern auch Geldanlage wird anders funktionieren und Social Trading, glaube ich, wird da eine ziemlich große Rolle dabei spielen. Stefan Risse ist stark bekannt für viele Kommentare, teilweise auch sehr infotainige Kommentare. Frau Brülewski, wie sind Sie auf die Idee gekommen, diesen bunten Hund der Finanzbranche für sich gewinnen zu können und zu wollen? Ja, das ist natürlich eine sehr attraktive Mischung, wenn man jemanden hat, der Performance abliefert, weil darauf kommt es den Leuten auch an und dann auch noch ein bunter Hund ist und gesichtsbekannt. Und wir machen ganz viele Webinare zusammen und Bühnenauftritte, wie man jetzt hier auf der Invest auch sehen konnte. Von daher ist es eine sehr gute Kombination und für Anleger natürlich sehr spannend. Social Trading, ich habe es angesprochen, war letztes Jahr hier schon ein großes Thema. Seitdem ist ganz sicher bei Ihnen und insgesamt auch in der Branche, in der Community viel passiert. Wie würden Sie die vergangenen Monate skizzieren? Also die vergangenen Monate waren sehr aufregend und wir haben sehr viel gearbeitet an den ganzen Innovationen. Und wir konnten halt zur Messe jetzt zum einen mit Follow the Follower starten hier, dass wir was zeigen können. Das bedeutet, dass man nicht nur Top-Tradern folgen kann, sondern eben auch besonders erfolgreichen Social-Trading-Followern. Also nochmal einfacher gemacht. Außerdem gibt es eine Social-Trading-App, also für unterwegs, damit man die Positionen auch beobachten kann. Und eine neue Kooperation mit Guidance, dass wir Experten von denen als Top-Trader haben und eben unsere Experten bei denen im Guidance-Produkt. Das klingt alles sehr, sehr jung, das klingt alles sehr, sehr hip. Stefan Risse ist im Zweitjob auch Börsendino. Passt das überhaupt dazu? Kannst du mit diesen jungen Dingen überhaupt umgehen? Ja, dieser Stretch ist großartig. Also in der Runde von Friedhelm Busch, Bernhard Jünnemann, dem verstorbenen André Costolani und Hermann Kutzer, lebt der noch? Ich glaube, ja. Ich habe ihn schon gesehen heute. Und dann eben zu kommen mit der Bank der Zukunft, das kann nur einer, das bin ich. Nein, aber ernsthaft. Ich bin in der Tat so ein Börsendiener. Ich habe 85 mit Börse schon angefangen. Ich habe gestern mit Heiko Thieme, auch manchen noch im Begriff, lange zusammengestanden, den ich schon erlebt habe in den 80er Jahren. Aber diese Branche wandelt sich eben. Das muss man ganz eindeutig sehen. Ich kann eben auch anderen Vermögensverwaltern, die das jetzt unter Umständen sehen, nur sagen, guckt euch das an. Wenn ihr glaubt, ihr könnt hier mit den klassischen Modellen, mit dem Vermögensverwaltungsvertrag, mit der Depotverwaltung die Zukunft eurer Firma bestreiten und ihr noch nicht über 60 seid, da mag das vielleicht gerade noch gehen, dann täuscht ihr euch gewaltig. Der Facebook-Nutzer von heute, also ich sag mal diese Generation der 14 bis jetzt 20, 22-Jährigen, wer glaubt, dass die so Geld anlegen werden, wie wir das gemacht haben, der wird sich gewaltig täuschen. Da tut sich enorm was. Und man findet eben über diese Plattform ganz schnell seine Anleger. Aber auch der Anleger ist eben viel flexibler. Der geht nicht hin und führt Gespräche. Der guckt sich das an, informiert sich im Netz. So wie das mittlerweile auch üblich ist, wenn du in Urlaub fährst, guckst bei TripAdvisor nach den Bewertungen, klick dich an und wenn es ihm nicht gefällt, dann hängt er dich wieder ab. So wird Geldanlage in der Zukunft funktionieren. Ich glaube, Iondo wird im deutschsprachigen Bereich die Plattform sein, die sich durchsetzt. Deswegen habe ich mich für Iondo auch entschieden, weil Iondo einen Unterschied hat zu den anderen. Bei den anderen, da fängst du mit Social Trading an und kannst die wildesten Kapriolen da schlagen als Top-Trader oder wie auch immer die dann da heißen. Iondo hat so eine Karriere. So eine Trading-Karriere eingebaut. Du wolltest ja immer mal Karriere machen, irgendwann, ne? Genau, ich habe ja nicht studiert und jetzt wollte ich endlich mal Karriere machen, habe ich die endlich bei Iondo gemacht. Bin da auch schon im vierthöchsten Level, ins fünfte kann ich erst nach einem Jahr kommen. Aber durch diese Karrierelevels bist du eben geschützt, da auf irgendwelche Leute zu treffen, die mit drei Lucky Trades eine tolle Performance hingelegt haben. Und es gibt auch Untersuchungen, dass wenn man eben nur denen in der höchsten Karrierestufe folgt, dass die Ergebnisse der Anleger positiv sind. Und wir wissen ja, wenn man guckt, gerade die Leute in der Börse so ein bisschen spekulativer agieren, die Mehrheit verliert ja nicht bei Iondo.
Stefan, wir sehen dich auf der Homepage respektive auf einem YouTube-Channel bei Ayondo sehr häufig mit Webinaren. Das heißt, Ayondo ist mehr als Social Trading. Ayondo ist auch Kommunikation, Kommunikation mit dem Kunden. Das gibt es einmal, gib ihm Saures mit Daniel Saurens. Dann gibt es ein Webinar, da fällt dir selbst der Name immer nicht ein. Ich glaube, stimmungstechnisch, liquiditätsabhängig, fundamental, ist ja, das so? Genau, ich glaube, die Reihenfolge ist fundamental, liquiditätsabhängig, stimmungstechnisch. Weil wirklich? Das, ja, weil das fundamental ist ganz langfristig, liquiditätsabhängig ist mittelfristig und stimmungstechnisch ist eher kurzfristig. Ich kürze es mittlerweile mit FLS ab und gib ihm Saures kann man mit GBS abkürzen. GIS abkürzen. Das ist, also das eine Webinar ist ja eins, wo ich eigentlich immer gedacht habe, sowas muss es für die Branche geben, nämlich gib ihm Saures. Es passiert so viel und auch so viel unsinniger Kram in der Wirtschaft, in der Finanzwelt, was aber, ich sag mal, fürs breite Publikum, für satirische Sendungen im breiten Fernsehen im Grunde nicht mehr geeignet ist, weil die Masse die Leute schon nicht kennt. Ich meine, ich denke mal, es sind nur 20% der Leute, die Thomas Middelhoff kennen. Das heißt, das ist nicht mehr massefähig. Und der Daniel Saurens und ich machen eben ein Webinar, wo wir hingehen und diese doch sehr wirtschafts- und finanzmarktlastigen Themen aufgreifen und so ein bisschen das satirische Korrektiv versuchen zu sein, weil manches darf man eigentlich nicht unkommentiert stehen lassen.